Herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Play neben meiner großen Bandbreite an jetzt schon bestehenden Let's Plays. Langsam muss es euch zum Hals raushängen, was ich euch alles entgegenwerfe. Diesmal habe ich im Angebot Contagion. Ich würde es als eine Art Hardcore Left 4 Dead beschreiben. Ich habe mir dazu gehört, weil das Ganze spielt sich dazu genommen, denn das Ganze spielt sich im Koop ziemlich gut. Lambert, das ist ein Freund, den ich schon ziemlich lange kenne, wie auf YouTube, glaube ich, irgendwann kennengelernt. Stell dich mal vor. Hallo, ich bin Lambert. Das reicht, ist minimalistisch, der Kerl. Aber keine Sorge, er wird nicht so schweigsam sein, hoffe ich. Wir starten erstmal ein Game. Das Spiel ist derzeit, meine ich, noch in der Closed Beta. Es wird eine Open Beta geben, aber es ist noch in der Beta. Hat derzeit vier Maps zur Auswahl mit verschiedenen Spielmodi. Man muss sagen, die Maps haben halt alle durch den Spielmodi ein bestimmtes Ziel, aber die Karten werden anhand von gewissen Präfix halt jedes Mal mit ihrem Lösungsweg neu generiert. Es spielt alles auf derselben Karte, aber es ist jedes Mal anders, wie diese Karten gelöst werden. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie die Map Generatoren bei Diablo 2 damals. Man hatte halt immer dieselben Gebiete, aber der Weg, wie man zum Ziel kam, war jedes Mal anders. Nur, dass es hier nicht halt ganz so hardcore ist wie in Diablo 2. Ich starte meine Runde. Lambert sollte mir jetzt gleich wieder beitreten und klaut mir hoffentlich nicht wieder meinen Charakter, weil das macht er gerne. Tja. Diesmal nehme ich den schwarzen Polizisten. Sag, wenn du drin bist. Jo, einen Moment. So, falls ihr es noch nicht gelesen habt, das Ganze spielt halt in einem Police Department, das Szenario. Wir sind die Überlebenden, die gerade in die Polizeistation gekommen sind. Und das Spielsystem wird halt so aussehen, dass wir auf einem Smartphone die ganze Zeit Nachrichten erhalten, die uns unsere Quest quasi geben, Quests geben, wie wir weiterkommen in dem ganzen Komplex. Das Ganze finde ich innovativ. Ich weiß nicht, ob es das in der Art schon mal vorher gab. So Left 4 Dead-mäßige Sachen kennen wir halt, aber das hier ist ein bisschen realistischer gehalten. Es sind jetzt keine Zombies, die Resident Evil 1 bis 3 like langsam vor einem hinkriechen. Die sind schon was schneller, wenn sie wollen, aber es gibt halt nicht so Mega-Viecher wie in Left 4 Dead. Heißt keine Spitter, Boomer und ähnliches. Ja, das letzte Mal, als wir gespielt haben, war es eigentlich ziemlich einfach, die Zombies zu besiegen. Also, meiner Meinung nach gab es so viel Munition. Ich hoffe, die haben das jetzt geändert, aber ja, wir Ja, werden sehen. es gab eine Menge Updates, allerdings habe ich keinen der Changelogs gelesen. Ich starte das Spiel gerade zum ersten Mal, seit wir gespielt haben. Was Lambert angesprochen ist, wenn man kein Spieler ist, der über Casual-Verhältnisse hinausgeht, ist das Spiel tatsächlich ziemlich einfach, denn wie es auch sein sollte, ist ein Schuss in den Kopf für einen Zombie der sichere Tod. Wobei nicht immer, es kommt auf die Entfernung an, habe ich das Gefühl. Ich hatte auch schon oft, dass Zombies zwei Schüsse in den Kopf gebraucht haben. Ich denke mal, Casual-Spieler haben es ein wenig schwerer, weil die haben es nicht so oft mit Kopfschießen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es teilweise 20 Kugeln dauern kann, bis man einen normalen Zombie ohne Kopfschuss auf die Erde kriegt, was dann doch ziemlich viel ist. Ist schon nicht schlecht. Wie sieht es aus mit deinem Beitrittsprozess? Also es ging gerade nicht. Ich versuche es nochmal. Sollte es jetzt noch nicht gehen, machen wir einen kurzen Schnitt und überspringen die technischen Probleme. So, wir sind wieder da. Es hat funktioniert. Ich habe voreilig einen Cut gemacht, aber wir haben ein wenig, also ihr habt so ein bisschen Wartezeit übersprungen. Wir mussten ja trotzdem durch. Ich wette, er wird mir gleich trotzdem meinen Charakter klauen. Ich weiß nämlich nicht, ob ich auf Weiter drücken kann oder ob ich warten muss, bis er in der Charakterauswahl ist. Ja, ich glaube, du musst noch warten. Okay, dann warte ich auf die Gefahr hin, dass er ihn mir klaut. Ich suche mir schon mal einen anderen Alternativ aus. Frauen spielen als Mann ist pussyhaft. Ich meine, Ist du kannst es? auch lieber den Schwarzen spielen, wenn du willst. Ich habe mich schon ausgesucht. Zur Not nehme ich einfach den anderen Cop. Hauptsache Cop, das passt zum Police Department. Die anderen sind mir irgendwie zu zivil. Ich denke mal, wenn ihr jetzt drin bist, dann wirst du jetzt erstmal eine Ladezeit haben. Ja, wenn man das erste Mal die Karten lädt in Contagion, mag das wirklich ein bisschen dauern. Danach geht es eigentlich recht fix, wenn man ein neues Spiel betritt.
Wie gesagt, das Spiel ist noch in der Beta-Phase. Ich würde sagen, ich mache hier doch nochmal einen Cut, damit ihr nicht allzu lange im Wartemenü seid. So, wir sind alle bereit. Dann klicken wir auf Ready. Schon getan. Dann klicke ich jetzt auch auf Ready und kriege ihn wahrscheinlich auch. Also, ich bin in-game, ich sehe dich. Ja, hör auf, mich so creepy anzustarren. Dein Blick ist echt leer und kalt. Ja, wir haben hier unser Smartphone. Es sagt, okay, wir haben es soweit geschafft. Jetzt müssen wir nur noch ein paar Waffen finden und raus hier. Gut, ein paar Waffen finden ist in einem Police Department jetzt, denke ich mal, nicht das Problem. Wir starten auch schon mit einer Sig Sauer, du ebenfalls. Die Reste vom Halloween-Update. Ja, genau. Halloween Update war auch da am 31. Oktober. Seitdem stehen die Kürbisse im Police Department. Da haben wir auch, glaube ich, das letzte Mal gespielt, meine ich, um die Zeit rum. Ich bin mir nicht sicher. Die Frage ist, wo wollen wir lang? Ja, deine Entscheidung. Ja, dann gebe ich meinen Weg an. Da hinten stehen schon die ersten Zombies. Deck du mal gerade aus. Ich guck mal rechts hier ein bisschen lang, ob ich irgendwas finde. Ich will am liebsten eine Schrotflinte. Ja, eine Axt. Eine Kampfaxt ist natürlich gar nicht so schlecht, aber na gut. Eine Streitaxt wäre mir lieber. So, da hinten kommt ein Zombie an. Dem hau ich. Ich brauche dem gar nicht über die rüber hauen, aber dem da. Mit der Axt gut bearbeiten. Das läuft. Ich spare mir lieber meine Munition gerade, aber wir werden noch genug finden. Da ist einer drin. Da ist einer drin. Komm raus aus deinem Häuschen. So, was haben wir hier? Einmal nichts. Das ist nicht so toll. So. Ja, man merkt schon, wir können Zombies durch Türen Headshots geben. Das ist ganz einfach. Das Ganze läuft, meine ich, auf der Wolf Engine und war früher eine Mod namens Zombie Panic, wenn ich mich nicht irre. Und hat's halt jetzt zum Standalone geschafft. Ich hab dich verloren. Wo gammelst du rum? Ja, ich schaue noch was offen. Bin jetzt in der Küche. Ah, die Für was ist die Küche. Küche? Ja, wir haben hier rechts, glaube ich, um den Gang rum die Küche. Das ist ein kleines Büro. Man sieht, dass er schon hier war. Da müsste die Mitarbeiterküche sein. Wir haben sie eben schon von der anderen Seite gesehen. Da hinten sind die Barrikaden, wo wir vorstanden. Solche Barrikaden können wir meistens auch einschlagen. V ist, wenn wir keine Nahkampfwaffe haben, der Nahkampf mit der Waffe. Ich hätte auch meine Kampfaxt nehmen können, die Feuerwehraxt, aber scheiß drauf, warum nicht mit der Pistole auf Holzbretter kloppen? So, da hat er was übersehen. So, es geht weiter. Nach einem kurzen Cut, denn wir hatten ein paar technische Probleme, beziehungsweise ich hatte ein paar Frame-Drops, ich hatte ein paar Aufnahmeprogramme im Hintergrund laufen, die hätten nicht laufen sollen. So, lass mal hier lang gehen. Hier ist noch eine offene Tür. Haben wir schon neue Quests erhalten? Nein, wir sollen immer noch Waffen finden. Bis wir halt irgendwo in eine Region laufen, wo die neuen Aufgaben getriggert werden. So, mit der F halt die Taschenlampe. Was haben wir hier? Ich glaube, das ist Munition für einen Colt, die ich hier gefunden habe. Man kann auch Munition fallen lassen, meine ich. Bei mir H oder G drücken. G ist gleich die Waffe fallen lassen. Ich glaube, H war Munition. Munition. Das ist merkwürdig. Ich kann von meiner Pistole keine Munition fallen lassen. Ich weiß nicht warum. Nee, hier ist auch nichts im Gang. Oder siehst du noch was? Doch, hier ist noch was. Da liegt ganz fett Munition auf der Erde. Und hier auch. Ich habe doch Munition fallen lassen, glaube ich. Ich probiere es nochmal. Ja. Ja. Okay, das Problem war, ich habe gedacht, ich würde die Munition werfen, wie die Waffe, wenn ich sie fallen lasse. Ist genug Munition? Ja, ich habe 45 Schuss. Das sollte eigentlich reichen für knapp 40 Zombies. Wenn ich mich nicht Ja, total behindert anstelle. naja. Du hast Munition gepinkelt. Krass. So, wollen wir mal hier lang gehen? Das sieht ganz gut aus mit der eingerissenen Türe hier und mit der sowieso. Ein Fall für die Axt! Okay, das lief nicht so gut, wie es hätte laufen sollen, aber es klappt. Guck mal, Ist die gut, wie suchen man dich. ist gut, wie man Smartphone mit Handschuhen bedienen kann. Guck mal hier unten, die suchen dich. So. Wir können durch dieses Sicherheitsglas hier ein paar Zombies abknallen. Dann haben wir weniger mehr zu tun. Deswegen bediene ich mich mal. So, sind da noch welche? Nope. Wir haben hier keine Steuerung, die wir bedienen können und noch keine neue Aufgabe erhalten. Nope.
Auch schön, sein Name, Dongia Flexas. Klar. So richtig stumpf halt. Gut, wir haben jetzt noch ein paar Wege, wo wir lang gehen können. Ich glaube, wir sind hier noch nicht durch die Tür gegangen. Ich meine, die könnten wir auch noch öffnen. Ich glaube, die ist auch. Jupp. Ist auch was drin. Einmal, ja. Kloschüsseln. Nicht so nützlich. Und hier eine Tür. Was macht der da? Ich habe was schlagen hören. Nee, die geht nicht auf, glaube ich. Die ist Ich. von innen auch barrikadiert. Die hier, meine ich, geht noch auf. Das ist halt So auch ein Freiraum. verschieden, je nach Lösungsweg. Holy shit, was macht der da oben? Holy shit, der macht voll die Gymnastik. So, weggeschleudert mit der Kampfaxt. Schön. Ein Halloween-Kürbis. Colt-Munition, die nehme ich mal an mich. Achso. Ja, okay, ich habe die Kampfaxt, mit der ich Spaß habe. Du kannst sie haben. Ich finde die Waffe eh nicht so toll in dem Spiel. Ich stehe da mehr auf die M4A1, meine ich, ist es. Ja. Also, man hat ein ganz gutes Arsenal im Spiel. Ich glaube, es gibt noch eine Mossberg-Schrotflinte. Ich meine, die heißt so. Einen Colt 1911, meine ich. Was gibt's denn noch? Ich komme gerade nicht drauf. Ich glaube, das war es eigentlich auch schon groß an Waffen, die ich kenne. Eine Handgranate habe ich schon mal gefunden in einem Spielerschlauch. Ich glaube, wir müssen nochmal zurück zum Anfang. Das ist, glaube ich, der einzige Weg, der uns noch frei bleibt. Hier in der Rezeption nach links. Wir haben immer noch nicht den Weg gefunden, dass uns die nächste Quest getriggert wird. Aber na gut, das kriegen wir schon hin. Wir müssen sie aufschießen. Oder du öffnest sie einfach. Breach, los. In Call of Duty. Eins, Ja. zwei, drei. Kopfaxt! Holy shit, die arme Bank! Bist du wahnsinnig? Schlag die Tür ein! Da, ich sehe Feuer! Ich bin ein Hast du das Zombie Feuerwehrmann. nicht gesehen? Ich habe keinen Zombie da gesehen, nein. Sich in der Ecke versteckt. Ich glaube, ich habe aber einen Zombie hinter der Tür hier umgehauen. Tatsache, da liegt ein Bein. Ich wollte einfach nur die Tür einknüppeln und habe einen Zombie getötet. Das ist versperrt. Das heißt, also diese Versperrung da ist zum Beispiel wieder ein Lösungsweg, den ich noch nie hatte in der Police Station. Da sieht man, wie schön generisch das Spiel ist. Geh mal da rein. Da hat jemand vergessen, sauber zu machen. Okay, man sieht ja auch ein weiteres Spielelement, das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Das ist ein Feuer. Das ist ein Feuerlöcher. Deine Aufgabe ist es, nicht mich anzujizzen, sondern das Feuer. Wie dumm das aussieht, wie er den hält. Gib mir mal das Ding, ich will dir zeigen, wie der das hält. Das ist richtig dumm. Ja, okay, das Spiel ist in der Beta, das darf man nicht vergessen. Und viele Spiele sehen halt in der Beta so aus mit solchen Macken. Holy. Hau ab, du Ein Tussi. paar Fotos machen. Fotos mit wem? Mit Nee. Ich mir? Alter. glaube, mein Gemächt passt da nicht in die Skala rein. Das ist zu niedrig. Dein Schuss Emergency. ist sogar durch die Wand hier in den Fotoraum durch. Echt? Ja. Das will ich sehen. Holy shit, wie genial das einfach ist. Ja, es ist auch Ich finde das möglich, Hammer. je nachdem mit was, für eine Waffe man schießt, durch Zombie-Gehirne durchzuschießen und weitere zu treffen. Ich würde sagen, da ist ein bedienbarer Knopf, da müssen wir rein in den Raum. Das heißt, wir müssen doch nochmal auf die andere Seite. Die Tür haben wir übersehen. Kommt man da lang? Nein. Dann renne ich einfach mal mit ihr. Man sieht, unten rechts, habe ich noch gar nicht erklärt, das Interface, das hat, ich denke, das ist meistens selbsterklärend, aber ich erkläre es mal trotzdem. Die rote Anzeige steht für unsere Lebensenergie. 100 ist dementsprechend voll, 100%. Unsere Stamina, wie man sieht, ist ziemlich am runterkraxeln, wenn wir ein wenig rennen. Was es allerdings auch sehr schwer macht, von Zombies fernzubekommen, wenn man öfters getroffen wird oder im Nahkampf ist. Man muss auch sagen, es ist generell sehr schwer, sich von Zombies im Nahkampf loszureißen. Die kleben an einem wie Scheiße, um ehrlich zu sein. Das ist manchmal recht kompliziert. Ja, der da hinten rumirrt, gehe ich mal zu der Tür, die ich im Auge hatte. Und zwar Station 2. Ja, wir kriegen eine Nachricht. Das ist die Tür, sie ist verschlossen. Wir müssen Schlüssel finden. Ja gut, da hätten wir vielleicht drauf achten können. Jetzt heißt es wirklich Schlüssel finden. Trennen wir uns auf. Ich denke, das ist effektiver.
Ja. Ich check mal die ganzen Büroräume ab. Da hängen meistens Schlüssel drin. Hier nicht. Da hängt nur eine Garderobe. Ich sag eh, dass ich den zuerst finde. Ich hab ihn. Mache ich den Schlüsselträger und du den Feuerlöscherträger? Oder wie machen wir es? Wo Ja, hängt der Mann. Schlüssel? Wo hängt der Schlüssel? Ich hab einen. Mach Wo du den war Feuerlöscher. Der war hinten in dem einen Büro, wo ich mit der Axt jemanden der? niedergeknüppelt Achso. habe. Nochmal zu dem Feuerlöscher. Der Schlüssel gehört auch zu so einer Art Element im Spiel. Manche Passagen kann man nur mit einem Feuerlöscher überqueren. Für manche braucht man einen Schlüssel. Dann sind manche Türen auch noch zugekettet, für die man dann einen Bolzenschneider braucht. Das heißt, es gibt verschiedene Aufgaben, die in einem Team verteilt werden müssen. Das heißt, man kann nicht einfach sinnlos vier mega krasse Waffen mit sich rumtragen. Guck mal, Jeff, da ist noch ein Feuerlöscher. Boah. Den will ich aber nicht. Aber damit können wir uns dann gegenseitig anjissen. Oh, Schneebuddy! Schneebuddy! Das ist sehr elegant, das Ganze. Aber ich habe gewonnen, denn ich mache die Tür hinter mir zu. Ja, wir öffnen die Tür nach Station 2. Wo ist die Schrotflinte? Oh, Baby, dich nehme ich mit. Ach, scheiß auf den Drecksfeuerlöcher. Das verrate ich ihm nicht, dass ich die hab. Die wird er niemals zu Gesicht bekommen. Hör auf mit der Schneeparty. Hier ist ein Zigarettenstummel. Den solltest du aufheben. Den kannst du noch weiter rauchen. Kann ich löschen? Gut, was sagt die Aufgabe? Die Aufgabe sagt, die Tür ist offen. Wir müssen die Kontrollsteuerung aktivieren, um den Zellenblock zu öffnen. Ich denke, ich drücke einfach mal den Knopf. Die Tür hat sich geöffnet, die war vorher zu. Nachteil an dem Ganzen ist, erstens können die Zombies jetzt. Ne, die Tür ist immer noch zu. Wir müssen woanders lang. Ich habe Scheiße erzählt. Okay, Planänderung. Wo sollen wir lang? Ja, wir gehen mal zum Feuer lang. Wo Zum das Feuer Feuer lang? lang. Das Feuer war aber ganz woanders. Ich traue dem Brat nicht. Ich gucke erstmal da lang. Da hinten ist eine Tür offen. Nein, du kommst jetzt zum Feuer. Okay, dann gehen wir halt zum Feuer, auch wenn ich da hinten schon den Weg sehe. Ich tue einfach mal so, als ob ich mit dem Feuer komme. Der ist bestimmt jetzt schon da hinten lang gegangen. Wo bist du gerade? Ich laufe eh in eine Sackgasse rein. Du bist gar Bist du nicht beim schon beim Feuer. Feuer? Du bist so ein Penner. Ich bin da, wo das Feuer war, aber wir sind hier falsch. Mach deine Schneeparty woanders, Mann. Ich hätte einfach beim Ausgang stehen bleiben sollen. Und du hör auf, uns zu beobachten. Stopp, Kürbis! Und schnell wegrennen vor dem. Der ist irre, der Typ. Siehst du, was ich in der Hand halte? Ich wollte dich mit dem Feuerlöscher rapen. Komm schon. Guck mal, was ich hier habe. Oh. Ist gut, ne? Hast sehr schöne Fingernägel. Muss man schon sagen. Ich wollte eigentlich auf die Handgranate hinaus. Nein. Wir haben eine neue Nachricht. Let's go to Guard Station 3. Okay, Sicherheitsstation 3. Von daher sollten wir Zugriff zu den anderen Zellenblöcken haben. 3 ist nicht hier. 3 ist, denke ich mal, eins über uns. Ja, sonst geht's dir noch gut, ja? Du bist bestimmt gleich tot, wie ich dich kenne. Quatsch. Wie viel Energie hast du denn noch? Genug. Du hast wahrscheinlich noch 20 oder so, wie ich dich kenne. Na gut, er hat zur Waffe gegriffen, das heißt, es wird ernst. Holy shit. So, was auch ein bisschen schwieriger bei dem Spiel ist, es gibt keinen Auto-Reload, das heißt, man muss wirklich auf seine Munition achten. Ich meine, geübte Ego-Shooter-Spieler laden eh andauernd nach, die machen das eh richtig. Nur kann das hier echt ein Verhängnis werden, wenn man das nicht geübt ist, weil in der Situation, wo man dann einmal von Zombies bedrängt wird und keine Munition mehr hat, kommen sie meistens so nah, dass sie einen festhalten können und dann wird's übel. Ich glaube, wir haben Guard Station 3 gefunden. So, bist du draußen? So, ja. Geht so. Oh Mist. Ich wollte ihn eigentlich aussperren.
Kommen wir da hoch? Nope. Nope, nicht in diesen Aber wir können das hier Lösungsweg. aktivieren. Okay, wo geht das lang? Ich Können wir da lang? Hier können wir lang. Da ist irgendwer. glaube, das Ja. hier war. Ja. Ich Hunger. komme da viele. Da war gerade noch eine. Da Unten sind aber einige. hinten ging es aber weiter. Lass erstmal da lang gehen. Da klopft ein Zombie gegen die Tür. Ich kümmere mich erst darum. Mach du halt, was du machen willst. Nee, nee, ich damit. Hallo, Typ. Holy shit. Aua, ich habe das erstmal einen Treffer kassiert. 10 HP zieht das Ganze ab. Eine MP5 nehme ich gerne. Scheiß auf die Sig-Sauer. Zack. Eine gute alte Heckler & Koch. Schrotpatrone nehme ich auch sehr gerne mit. Da geht's auch raus. Hier unten haben wir einen Hof. Ich denke mal, den hätten wir von unten besser betreten können. Holy shit, erstmal krass daneben am Schießen. Den hat's voll weggesplattert. Man sieht schon, Ah, hinter uns. Cut ist das Spiel nicht wirklich. Und man sollte immer seine Flanken abdecken, weil das kann ganz schnell zum Verhängnis werden. So, wie sieht's da unten aus? Ganz gut. Ich hoffe mal, dass ich die Granate da durchwerfen kann. Jupp. Okay, das hat nicht so viel Schaden gemacht, wie ich es machen sollte. Wo bist du hin? Bist du tot? Nee, du. Hinter Okay. Dann halte ich uns den Weg an der Tür frei. So, wie sieht es da unten aus? Sauber, relativ. Ist da irgendwelche Items von hier oben? Okay, dann halt nicht. Da hinten sind wieder welche. Ja, er rennt hardcore rein. das ist ein echter Mann. Mehr Überraschung. Oh shit, ich muss nachladen. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Scheiß Zombies! Ja, echt eine Menge. Ja, ich weiß auch nicht, wo die gerade alle herkommen. Ich muss auch gerade nachladen. So, auf Wiedersehen, komische Geschäftsfrau. Finde es auch ganz gut, dass Headshots nicht immer in One-Shots sind. Ja, aber teilweise sind die halt dann so übel, dass das Hirn halt krass wegsplättert. Ich finde das so lustig immer. Ich bin nicht so ein Typ, der so richtig gore-gierig ist und dann dem voll einer abgeht, wenn dann ein bisschen was splattert, aber hier ist das echt geil gemacht, finde ich. Ja, ich finde es ziemlich realistisch hier im Spiel. Ja, das definitiv. Alter, wie viele sind denn hier? Was geht hier ab, bitte? Gib zu, dass du die alle reingelassen hast. Ja. War neben noch in der Kantine, glaube ich. Ja, komm zurück hinter dir. So. Try not to shoot players in the same team. Sorry, ich hoffe, das hat dich nicht allzu sehr verletzt. Er hat noch 90 HP, okay, ihm geht's Nee, gut. passt schon. So, da hinten sind noch ein paar. Ja, verfehl halt noch mehr. Null Kugeln übrig. Na gut. Kommt her, ihr. Ihr seid doch ein Klacks für mich. Mit meiner Streitaxt. Die eigentlich eine Feuerwehraxt ist. Die kommen die ganze Zeit aus dem Gang da rechts, habe ich das Gefühl. Ja. Wie schaut's Was denn hier aus hier? Feines? Munition für meine Heckler und Koch. Sehr gerne 15 Kugeln, 15 Zombies, wenn ich mich ein bisschen anstrenge und nicht mehr so viel einfach nur reinspraye. Also ich habe eine Tech 9 gefunden. Die Ganz nützlich. verschießt auch, meine ich, 9 mm. Das heißt, Ja. es ist besser als die Sig Sauer, was Flexibilität beim Schießen angeht. Hat aber keine Taschenlampe, meine ich. Ich habe einen Colt gefunden. Und einen Schalter, der nichts macht. Okay. Der Colt lag da hinten. Okay. Da ist aber nichts mehr, oder? Nope. Für den habe ich knapp 28 Schuss. Das ist ganz beachtlich. Wo kommt der denn schon wieder her? Ja, glatter Durchschuss und hinten alles weggesplattert. Lass uns mal den Gang hier nach hinten durchgehen und dann links. Dann müsste es zum Hof gehen. Gucken wir mal, was uns dort erwartet. Ich meine, zombie-mäßig ist hier nichts mehr los.
Ein Bolzenschneider. Ja. Okay. Also ich behalte mal den Feuerlöscher, zu den Axt wegwerfen. Werf mal lieber den Feuerlöscher weg. Die hängen überall rum. Ich glaube, wir sind besser dran, wenn wir einen Bolzenschneider haben, statt einen Feuerlöscher. Wir haben eine neue Nachricht. Das ist ja interessant. Er hat mir gerade gesagt, dass du einen Bolzenschneider gefunden hast. Kann nicht wahr. Wohl wahr. Das ist eine Lüge. Ist keine Lüge, du bist eine Lüge. Der Kuchen ist eine Lüge. So, wir müssen immer noch Richtung Zellenblöcke, aber ich mag mich ja trotzdem noch umsehen. Nix. 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 Hier in so Ecken ist auch gerne mal was versteckt, deswegen gucke ich gerne. Ich würde sagen, hier unten sind wir so ziemlich fertig. Hier unten waren wir überall, dann müssen wir weiter hoch. Stimmt, du hast den einen Zellenblock geöffnet gehabt. Ja. Da hinten geht es auch noch lang. Aber erstmal den Zellenblock. So. Ich denke mal, die sind uns eben auch alle entgegengekommen. Oh, ich sehe einen großen Hammer. Auf Wiedersehen. Okay, Hammer Time. Hier liegt noch Schrotflintenmunition, die hätte ich beinahe übersehen. Ich greife einfach mal zu, ne? Wenn du Munition brauchst von irgendwas, musst du sagen. Ich will es nur nicht an der Erde liegen lassen. Ja, Pistolenmuni nehme ich gerne. Das ist für meine Sig Sauer. Also für meine MP5 habe ich gerade noch 15 Schuss. Das heißt, die nächsten kannst du gern haben, aber die ich habe, behalte ich erstmal. Ja, die Räume sind so ziemlich nutzlos bis jetzt. Da hinten kommen noch Zombies. Okay, Zeit, meine Vorschlaghammer auszuprobieren. Ja, der haut rein, Mann. Der trifft irgendwie nicht, wenn er auf der Erde ist. Im Geländer rumchillt. Wie der Kopf nicht zersplittern will, das ist schade, aber na gut. Ja, du musst natürlich wieder die Waffe nehmen. Gut, wie schaut's hier aus? Ein leerer Raum? Ein leerer Raum, oder? Nein, hier ist noch so eine Tech-5, aber. Oh, Munition Die war nehme drin. ich dann. Hast du die Muni rausgenommen? Vielleicht. Okay, ja, wir machen halbe halbe. Das ist sogar exakt halbe halbe gewesen. Mich erinnert die Station hier extrem an Outlast. Mega geil. Da gab es auch so einen Raum, nur waren hier in der Halle die ganzen Bekloppten drin. Ich glaube, wir sind hier ziemlich nutzlos. Was hast du gefunden? Nichts. Ich habe nur Schlüssel. Na gut, hier. Sexy. Willst du haben? Dafür kriege ich die erste Schrotflinte, die wir finden. Ist das ein Deal? Warte mal. Holy shit. Ich glaube, eine Pistole werfe ich weg. Was ist das hier einer? Das ist die Sig Sauer? Ja, die ist Schrott. Dann nehme ich meinen Colt. Der ist schon weg. Den hast du schon genommen, glaube ich. Ne, den habe ich so weit weggeschleudert, dass man ihn nicht mehr gefunden hat. Gut, da kommen wir nicht rein. Das heißt, hier gab es nur Zombies. Sehr interessant. Ne, hier gibt es auch eine neue Colt-Munition und eine Streitaxt. Die immer noch eigentlich eine Feuerwehraxt ist, aber egal. Gut, dann wieder nach oben. Da waren noch zwei Wege, wo wir lang können. Einmal Richtung über der Cafeteria und einmal statt unten im Erdgeschoss links, da wo es rausging, sondern oben rechts. Ich habe keine Ahnung, ob du weißt, was ich meine. Erstmal hier. Tür. Zu. Zu. Munition und zu. Hier ist Licht an, aber zu, zu,
Moni. Immer noch Muni. Nein. Jetzt nicht mehr. Gut. Gut, einen Weg haben wir noch. Was sagt unsere Quest eigentlich gerade? Das Ding ist ein bisschen sensibel, deswegen ist es sehr kompliziert, ja, vernünftig was zu machen. Ich will auf die 6, verdammt. Danke. Nee, okay, er sagt uns immer noch, wir sollen irgendwas in der Station 3 machen. Aber ich gucke trotzdem mal hier lang. Hier brauchen wir einmal Bolzenschneider und hier brauchen wir keine Bolzenschneider. Holy shit, wo kommt das jetzt her? Okay, da steht einer hinter der Tür. Helfe ich ihm mal die Tür einzuschlagen? Der Vorschlag kam haut voll rein. Okay. Ja, wenn du es da mit deiner Mega-Knarre nicht hinkriegst, muss ich das ja wohl machen. Der steht vor der Tür und blockiert. Hey, Aber das Problem. stehen sogar Löcher im Tor so, wenn man da durchschießt. Echt? Das ist krass. Ich hau lieber erstmal Dellen in die Eisentüren. Holy shit, der kommt rausgestürmt. Wie es richtig knackt, hast du es gehört? Ja. Das ist voll widerlich. So, der ist auch hinüber. Tschüss, tschüss, tschüss. Nachladen. Zwei sind noch drin. Einer. Warte. Müsste leer sein. Willst du jetzt wieder den Leuten in die Augen kneifen mit dem Ding? Hier ist Shotgun Muni. Oh, haben. Brauchst du ein bisschen Heroin? Nein, den Inkubator kannst du gerne haben, aber ich würde sagen, für 10 Health lohnt sich das nicht. Hier sind zwei. Wollen wir beide mal benutzen für 10 Health? Ja, Okay. was? Warte. Okay, gegenseitig. Ich heile mich einfach selber. Ah, war gut. Ich fühle mich echt wieder wie ein normaler Drogenabhängiger. Hau ab mit deiner Eierkneifzange. Will ich nichts mit zu tun haben. Das bringt's voll. So, kannst weiterkneifen. Aber nicht bei mir. Geh weg damit! Die Tür Was macht tut mir? Ring-a-ding-ding. Komm schon. Okay, wir sollen zur Wartungszone auf dem Dach. Wollen wir das da tun? Oh, habe ich ihn dir geklaut? Kannst 10er kneifen. Holy shit, verpiss dich, du komische Bürotussi. Die hat voll viel ausgehalten, Mann. Oder wir haben einfach voll Kacke getroffen, das kann auch sein. Schieß mal den Torso jetzt. Mal. Holy shit. Ist für mich schon aufgeplatzt. Ja, bei mir auch. Aber was ich Holy nur. shit. Der ist hinüber. Was ich nur weiß, ist, dass man halt mit Schrotflinten die Teile echt auseinandernehmen kann. Deswegen fahre ich auch so auf die Dinger ab in dem Spiel. Kommen wir da raus? Da kommen wir raus, aber ich will mal hier oben gucken. Einen Vorschlag haben wir. Oh, den nehme ich mir. Der im Nahkampf. Eine neue Nachricht. Wir sollen jetzt wieder in den Keller. Und einen Weg nach draußen finden. Gut, dass wir aufs Dach gehen, um in den Keller zu kommen. Nein. Ich leuchte dir mal den Weg. Da. Übe dich in Hammerkünsten. Junger Paladin. Es sieht aus, als hättest du dir gerade ein Ohr abgebissen. Sie mich halt weggenommen. Du musst mit Rechtsklick. Einmal auf den Kopf drauf. Der Rechtsklickangriff haut voll rein. Ich kann es vergessen, dass man Rechtsklick noch machen kann. Ja, der Charge, der haut rein. War hier noch jemand? Nein. Da lag aber ein Ohr in der Ecke, ich habe das gesehen. Da läuft jemand weg bei uns. So, da laufen zwei auf mich zu. Holy shit. Die haben wieder beide Kopfschüsse überlebt. Oh, Kacke, Mann. Holy! Kommst du klar da drüben?
Ja, nur von hinten kommen sie gerade. Meine Seite hat viel mehr Zombies als deine. Das ist voll unfair. Nicht schade. Hast du den Kunstschuss gesehen? Noch einer davon. Ich spare gerade mega krass Munition. Komm, noch einmal kriegen wir das hin. Also scheinen die ja verbessert zu haben, dass es nicht mehr so viel Munition gibt. Ja. Finde ich ganz gut. Also, ich werde nicht mehr Munition überhäuft. Es ist definitiv knapper geworden. Wobei wir auch letztes Mal Glück hatten, dass wir den Weg in die Waffenkammer von dem Police Department gefunden haben. Das war so ein bisschen der Segen für uns. Ich meine, ich hatte fast zweimal volle Shotgun-Munition und das ist eine Menge. Gegen Ende hatten wir auf jeder Waffe voll Munition, und zwar. Ja, Maxi. Ich habe keine Ahnung, wo du hin bist, ne? Mir war so ein Fakt. Ich gehe Okay, hier einfach glitscht irgendwie ein mal. Zombie durch die Wand. Ich kletter einfach mal so eine Leiter hoch, wo so Licht an der Tür ist. Wo man nicht reinkommt. Das ist immer noch der Auftrag. Die Tür ist blockiert. Von der anderen Seite. Wir müssen einen anderen Weg nach unten finden. Ich weiß nicht, welche Tür du probiert hast. Ich sehe dich aber inzwischen schon Es mal. war dasselbe Gebäude. So. Hier oben Hast du ist, das glaube hier ich, schon nichts. gecheckt? Hier oben noch eine Tür noch nicht. Ja, jetzt habe ich alles gecheckt und hier ist nichts. Unten habe ich noch nichts an dem Gebäude gecheckt. Ja, komm mal mit. Holy shit, ich folge dir. Ich folge dir auf dem Donga. Bloß nicht drauf treten, ne? Nee, das würde ich nie tun. Das tut doch weh. So, schau mal. Siehst du das? Ja. Das sieht voll Mir sieht abgelegen. mir die Schatten. Oh, ich glaube, ich habe ihn getötet. Okay, das passiert, wenn man mit dem Kopf zuerst durch die Wand geht. Ich verstehe halt nicht, wo die da genau sind. Ist man auch nicht aufgefangen hier. Nee. Egal, ich habe einen davon getötet. Einmal Free Kills für mich. Ich glaube, ich habe den Weg nach unten gefunden. Markus, wir können hier runterspringen. Wir sollen nahe der Tür unter uns landen. Da ist, glaube ich, die Tür. Jupp. Ich höre Feuer. Und ich sehe Blut. Erstmal erleichtern hier. Das möchte ich versuchen einzuschlagen erstmal. Zusammen. Zusammen. Nicht, scheint nicht aufzugehen. Manche der Barrikaden kann man halt nicht einschlagen, aber die meisten sind halt wirklich einschlagbar auch. Da ist nichts. Kann man hier lang? Ja, aber wir kommen hier nicht raus. Komm mal her. Komm mal her, siehst du? Komm, komm, in meine Richtung. Ja, hier. Hier. Das ist korrekt. Die ist so durch, die Alte. Nee, komme ich nicht ran. Und eine Kugel verschwende ich, finde ich. Wenn sie schon nicht auf mich steht, dann ist sie auch keine Kugel wert. Hier liegt übrigens noch eine MP5. Die kannst du gerne haben. Ich habe ja schon eine. Dann nimm die Munition. Dann nehme ich die Munition. Ich meine nur, die ist besser als deine Tech 9 oder Tech 5 oder wie die heißt. Check 9. So. So ist ein gutes Stichwort. Ne, hier ist nichts mehr. Was hast denn du hier wieder gemacht? Den ganzen Raum eingeschlagen. Vandalist. Nichts, nichts. Okay, weiter. Geh mal davon aus, dass du hier schon bist. Holy shit, wie hell das hier ist. Hab mir schon gedacht, dass du den mit dem Hammer töten willst. Okay, dann machen wir jetzt Hammerturm only hier. Okay. Das klappt ganz gut. Knack. So. War gerade die Stamina leer bei mir. Erstmal rein. Wunder gesehen. War klar, dass du alles einschlagen musst. Ich sehe auch einschlagen? Nee. Das ist Ah. schade. Muni.
So, waren hier auch noch Räume auf der anderen Seite? Ah, der eine ging nicht auf. Ja, der ist Und es blockiert. sind eine Menge Zombies hier. Ah, ja, die können warten. Auf mein Colt. Ja, die liegt. Ja, das sind ein paar. Okay, dann nehme ich auch mal meinen Colt. Und die ganze Zeit im Hintergrund piepst mein Handy. Das kotzt mich gerade so ein bisschen an. Es will auch nur geladen werden. Hier ist einfach mal gar Welche nichts. Türen werden gerade zerstört? Hier. Da fliegen Sachen raus. Also gehe ich davon aus, dass hier zerstört wird. Ich komme leider nicht dazu, die tolle Physik-Engine zu zeigen, wo Türen Zombies zerquetschen. Also das hatte ich auch schon, dass ich mit Türen Zombies getötet habe. Na, leider klappt das gerade nicht. Holy shit. Ist hier irgendwas? Na. Warte. Ich wünschte, ich hätte noch eine Handgranate. Ich habe die für, glaube ich, zwei Zombies verbraucht. Erstmal niederhämmern. Unnötig. Was haben wir hier? Ich weiß nicht, was das da für ein Ding sein soll. Guck dir es mal von der Seite an. Das Felder? Ja, in der Ich glaube, Mitte. es ist so ein Füllerhalter oder sowas. Füllerhalter, im Ernst? Ist doch kein Füllerhalter. Nicholas Sind so L. zwei Glenn, Stifte. Chief of Zombie Police. Hat seinen Job ja echt gut gemacht, ja? Ah, ich war schneller. Ne, hier ist nichts. Da ist aber jemand. Okay, du warst schneller. Eine Colt. Kannst du gerne haben. Kannst du gerne leer machen? Brauche ich Okay. nicht. Dann benutze ich meinen weiter. Der haut nämlich krass rein. Das blättern die Köpfe nur so. Ich höre Feuer. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist es auf einmal löschen. Holy shit. Holy shit! Holy Was war das shit. denn? Hast du das gesehen? Ja. Damn Physics. So, hier haben wir nichts. Ja, war ja toll, dass sie hier reingekommen sind. Und wenigstens die Donuts looten. Man kann zugreifen, aber er nimmt keinen. Schade. Okay, dann gehe ich hier lang. Wir sollen eigentlich nach unten, wurde uns gesagt. Vom Dach kommen wir ja. Oh. Irgendwann nachschauen, ja. Aber hier oben war der eine Zombie, den ich getötet habe. Hast du gesehen gerade eben? Der durch die Ja, schau Wand mal, ging. hier habe ich was. Ah ja, der durch die Wand ging. Ja, hier hast du ja echt toll viel gefunden. Hast du gut gemacht. Hier ist die Treppe runter. Auch ohne dich, wenn es sein muss. Wie so eine Mom, wenn ihr Kind im Kaufhof keinen Bock hat, wenn die dann immer vorgehen. Dann gehe ich halt ohne dich. Echt gute Erziehung. Und einmal ein Shortcut zum Anfang. So. Ich finde das immer so dreist. Ich habe das bestimmt schon 4, 5 Mal in meinem Leben gesehen, dass dann diese Eltern kommen mit. Dann gehe ich halt ohne dich. Die Kinder gehen voll ab danach. Das ist so assi. Ja. Richtig, schlechte Erziehung. Wo bist denn du hin? Ich hab dich hier im Gang verloren. Da, hier, hier, hier. Nein, ich muss noch mal zu. Das ist der Anfang. Von hier kamen wir am Anfang. Okay. Ich denke, hier haben wir alles gelootet. Wo sollen wir zuerst lang? Ich glaube, das hier. Ja, Ja, das schaut nach Sackgasse. Wasser aus. Da auch? Auf den ersten Blick sah es aus. Ah. Wie ich es hier nicht gesehen. So. Evidence. Holy shit, wir sind im Paradies gelandet. Überall Kokainbeutel. Man kann keinen davon looten. Was soll denn das? Wird Das irgendwann bei dem leuchtet. Schalter da. Okay. Ich schlag die Tür ein. Dann geht leider nicht. Muss nur richtig schlagen, nicht wie ein Mädchen. Anscheinend kann ich auch noch wie ein Mädchen schlagen.
Hier ist noch ein Feuerlöscher. Willst du ihn haben? Lass ihn da hängen. Brauchen wir eh nicht mehr. Ja. Tschüss, lieber rum. Holy shit, jetzt fängt das wieder an. Erstmal alles checken. ja. Ich habe hier Tunneldings gefunden. Holy shit! Sieh Was dir an, hier? was ich gefunden habe, Mann. Ein Raketenwerfer. Du läufst auf jeden Fall Alter. mit deinem Teil darum, wie mit dem Raketenwerfer. Holy Zack! shit. Abyssi-Burner. Holy shit, habe ich dich getroffen? Du hast mir keinen Schaden gemacht, glaube ich. Weil du nur 20 AP hast. Holy shit. Ja, wir haben hier die Armory, das reinste Paradies in dem Spiel. Nur leider haben wir keine Möglichkeit, da reinzukommen, weil ich keinen Schlüssel mit habe. So, Jeff, was soll denn das? Ich stürm gerade die Waffenkammer. Schrotflinte. Nee, bei der Shooting Range. Das ist gut. Ich bin immer noch hier. Waffen am Looten. Pistolenmunition. Goldmunition? Keiner. Schade. Ja, Handy. Geh mir noch weiter auf den Nerv. Dann geh ich bestimmt eher ran. Bist du voll? Ich bin voll, aber ich würde sagen, du spielst mal was vorsichtiger. Ich habe keinen Bock, dass wir verlieren. Sprints wäre ganz gut, ne? Ja, ich bin auch schon gerade am gucken, ob hier noch irgendwo was ist. In der Tat ist hier noch ein Raum. Da kann ich nicht rein. Gold. Nope. Nope. Wir brauchen noch so einen Inkubator-Inkulator-Dingsibums, ja. Hätten wir die Dinger nicht für 10 HP verschwendet, dann kannst du jetzt eben zurückrennen, weißt du? Oh ne, wir müssen immer Faxen machen. Da warst du schon. Ja gut, dann bleibt uns eigentlich nur noch ein Weg. Wo sollen wir eigentlich hin? Ja, das war die Supply-Nachricht. Wie hörst du noch? 100, gut. Garage. Ja, dann lass mich vor und renne nicht so weit. Ja. Schmeißen wir mal So. den Bolzenschneider zu. Du kriegst die Machete. Liegt um die. Schnipp, schnapp. Ab mit den Hoden. Schon ist Ruhe dahinter. Jetzt kommt's. Holy shit, du Holy gehst wieder shit. zurück. Komm zurück, zurück, zurück. Die kommen die Treppe schon hoch. Alter. Holy shit. Das sind viele. Warte, verschwende deine Munition nicht auf einzelne. Ich habe so viel Munition, das glaubst du gar nicht. Ja, nur du musst ja Renn, immer renn, 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 nachladen. renn, 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 renn. Renn hier in meine Richtung. Hier können wir Muss weiter nach ich. hinten ausweichen. Schnell, schnell, schnell. Ja. Weiter nach hinten rennen einfach. So, die Warte, ich splattern mal richtig weg. meine M4 nach. Ich muss nachladen. Okay, go. Mit dem letzten Schuss habe ich noch richtig viel bekommen. So, ich kann wieder pumpen. Holy shit, da Sind noch krabbelt einige einer. übrig. Wie habe ich die Beine weggeschossen? Pass auf, da krabbelt wieder einer. Holy shit, rast man nicht aus. So, geh du schon mal, Armory nachladen. Ich kümmere mich um den Rest, der hier ist. Ja, klar, ich ziele auf seinen Kopf und die ganze Schrotsalbe verfehlt einfach mal. Ich auch fast nichts mehr übrig. Hallo? So. So, ich gehe mal jetzt selber nachladen. Da ist nichts mehr. Muss doch noch Schrotmunition sein. Holy shit! Und die habe ich genommen. Gib mal deinen Ich Schrotflinte, wollte dass gerade ich sagen, die ich gebe dir wegwerfe. die und dann kannst du die droppen. So. Ja, das ist das Schöne, dass man Munition droppen kann. Das macht das Ganze echt clever im Spiel. Vielen Dank. So, ich bin wieder auf 25 Schuss. Das heißt, wir sind wieder im Spiel. Was zum Heilen wäre immer noch nicht schlecht, aber das kriegen wir schon hin. Ich höre immer noch Oh, ein das paar sind Zombies. Krabbeln, ne? Ja.
Holy shit, den habe ich nicht gesehen. Danke. Egal, der hat mir 10 HP abgezogen, das geht. So, was? Wo sollen wir genau hin? Finder ich würde sagen, wir suchen echt irgendwo nach solchen HP-Teilen. Ich glaube, wir sind fast am Ende. Wir sind dann in der Garage und sollen nur noch zum Fluchtfahrzeug und ich denke, das steht hier hinter. Ja, könnte eine fette Welle kommen. Ey, komm mal her. Ich habe ein Geschenk für dich. Oh mein Gott. Guck mal her, was ich halte. Na, willst du das? Willst du das? Ja. Hol's dir doch. Was ist das? Ein wenig Spaß muss sein. So, ich würde sagen, wir können Quit machen, wenn wir den Knopf drücken. Bist du geheilt? Ja. Okay. Gate is opening now. Won't be long. Gate is opening now? Ja. Hast du noch deine Colt? Was habe ich damit? Hast du noch deine Colt? Ja. Ja. Wie viel Money? Genug. Ich habe noch über 30 Schuss, 35 Schuss und ich habe noch meine Schrotflinte auf 25 Schuss und noch über 100 Schuss in meiner MP5 und dann kommen Zombies. Gib mal später ein bisschen Colt Money ab. Ich gebe dir die ganze hier. Wie gesagt, ich habe noch genug in meiner MP5. Die Waffe ist so gut, finde ich. Die liegt hier hinter dir auf der Erde. Ich halte die Stellung so lang. Das ist so gut. Die legt so krass Zombies um. Holy shit. Die Zombies explodieren so richtig. Da ist ein Arm weg bei mir. Dem Zombie. Oh Mist. Manchmal fliegen Salben halt auch so richtig krass daneben, aber wenn sie treffen, ist das einfach so göttlich. Ach ja, die Mossberg. Ein wunderschönes Instrument. Splatter, Splatter, Splatter. Sind da noch mehr? Ich will noch mehr Zombies. Okay, wir gehen zurück. Da kommen noch mehr Zombies. Ich habe noch 11 Schuss. Das heißt, alles, was jetzt noch kommen könnte, ist eigentlich keine Gefahr mehr. Deswegen rastet er gleich direkt aus. Was haben wir da eben gedrückt? Zack. Ja, Generator links. Achso, und jetzt läuft er wieder? Ja, das Tor bewegt sich wieder. Es geht ganz, ganz, ganz langsam. So, nachladen muss ich nicht. Du bleibst hier! Wie das Ding einmal komplett verfehlt hat, du glaubst das gar nicht. Naja, so, ich würde sagen, nachdem das Tor oben ist, das dauert zum Glück überhaupt nicht lange, haben wir es dann auch schon. Du schießt auf mich, ja? Du weißt, was das heißt. Ab mit dem Hoden. So, mit den Eiern. Oh nein, lass mich mit dem Ding in Ruhe, ich glaube, da habe ich verkackt. Ich werfe dir das einfach gegen den Kopf. Ah, oder auch nicht. Ich werfe dir einfach mal all meine Waffen in den Kopf. Ich hau ab. Ich fahre alleine. So. Machst du gar nichts mehr. Mist, ich komm noch nicht durch. Mich doch da durch. Haha. Ich bin eine Kakerlake. Ich war gerade eine Kakerlake. Jetzt bist du eine. Okay, nun ja, ich würde sagen, das war die erste Runde Contagion. Wie gesagt, es gibt momentan 4 Maps. Wenn ihr mehr sehen wollt, werden Lambert und ich uns sicher dahinter setzen. Mir hat Spaß gemacht, was sagst du? Mir auch. War ganz schön. Kurz und knapp, das ist der... Ich wollte nicht allzu viel Action dabei, aber ich fand es ganz gut. Es war auf jeden Fall lustig, es hat sich gut angefühlt. Ich würde sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wie gesagt, ob mehr kommt, die anderen 3 Szenarios, die derzeit verfügbar sind, das liegt ganz an eurem Feedback. Ich verabschiede mich und übergebe nochmal das Wort an Lambert.
Also ich habe jetzt nicht so viel zu sagen. Ja, wenn es euch gefällt, dann können wir auf jeden Fall die anderen Maps noch spielen. Die Map hier haben wir schon einmal gespielt. Aber die anderen noch gar nicht angerührt. Also ja, freue ich mich schon drauf, ne? Korrekt, nochmal Dankeschön an dich. Ich glaube, das will er nicht. Da bricht glatt die Skype-Verbindung ab. Ich mache mal eben einen Schnitt rein. Ja, da ist er wieder. Das Ganze hätte keine Minute länger dauern dürfen. Ich wollte nochmal sagen, danke auch an dich, dass du mitgemacht hast. Für ihn war es jetzt Premiere und ich weiß nicht, ob es jetzt so einfach oder doch schwer ist, vor einem relativ großen Publikum dann das erste Mal zu reden. Ich denke, du hast es ganz locker genommen, oder? Ja, wird sich dann rausstellen, wie gut ich bin, ne? Richtig, vielleicht wollen die Leute auch, dass du dann selber mit Videos anfängst. Wer weiß das schon. Na gut, ich würde sagen, wir verabschieden uns und sage bis eventuell zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss.